Herzlich willkommen, ihr Kniften, zum neuen Part von Stardew Valley. Im letzten Part war die Eiersuche und ich bin noch nicht ins Bett gegangen. Das mache ich jetzt. Und dann können wir nämlich auch mal sehen, was ich so... Gießkanne-Fertigkeit, Hackenfertigkeit, New Crafting Bienennest, New Crafting was? Wachstumsbeschleuniger und Bauernfrühstück. Okay. Ackerbau. 2650. Ja, immerhin etwas, aber irgendwie... Ah, der Dünger hat 27 mal 54 gebracht. Ist natürlich mehr Kohle, als nur so ein Dings bringt. Und beim Ackerbau zählt alles dazu. Alles klar. Sehr schön. Kartoffeln, Pastinaken, alles darunter. Okay. Voll gut. Was war das? Robins verlorene Axt. Finde Robins verlorene Axt. Robin hat ihre Lieblingsaxt verloren. Sie erinnert sich daran, sie das letzte Mal südlich von Manis Farm benutzt zu haben, um dort Bäume zu fällen. Manis Farm. Kümmern wir uns gleich drum. Muss ja nichts bewässern. Okay, dann gucken wir mal auf die Karte. Manis Farm. Ist das das unter mir? Und da südlich. Südlich von Manis Farm. Okay. Das wäre natürlich jetzt optimal. Alter, warum ist das denn hier kaputt? Jaha, jaha, ich will doch nur... Hallo? Alter, ich will doch nur die Kartoffel. Mehr will ich doch gar nicht. So, rein mit dir. Südlich von Manis Farm, dann muss ich mich doch langsam mal durch hier kämpfen. Ja, muss man das alles mal hier ein bisschen... Machen wir mal ordentlich hier. Ich strotze ja nur so vor Energie, wenn ich das so sehe. Heute können wir auf jeden Fall das mit der Brücke in Angriff nehmen. Weil ist ja nicht viel zu tun. Ich wette, wenn ich auf den Dicken haue, passiert Folgendes. Ist nicht stark genug. Habe ich mir schon fast gedacht. Von der Farm. Hier haben wir die Farm. Und südlich davon hat sie die Axt verloren. So. Mach's ja dann vielleicht irgendwo hier so. Kann das sein, dass sie vielleicht dann hier so beim Hacken... Kann ich gar nicht wegmachen. Ja. Dass es so im Rasen liegen kann? Nein, ne? Ja, immer noch südlich von der Farm, ja, ne? Nee, das hier wäre eher südlich. Oh. Also wahrscheinlich dann auf der anderen Seite. Das heißt, es ist vielleicht gar nicht so blöd, mal darüber zu gehen. Ne, weil hier ist ja Manis Farm. Vielleicht liegt es aber auch direkt hier an der Farm. Frage ist nur, was wollte sie denn dann hacken? Nee, hier ist ja nichts. Muss ich nur einen Weg rüber finden. Kann ich auch einfach hier so mitten in der Stadt irgendwelche Bäume weghacken? Nee, ich mach's mal nicht, dass ein Ort nicht wiederkommt. So. Ja. Muss hier irgendwo einen Weg suchen. Kann ich damit auch nicht kaputt machen. Ja, cool. Und da komme ich nicht, oder?
Nee, da komme ich nicht weiter. Zeig mir noch mal die Karte. Es würde hier noch eine Möglichkeit geben, zerfallenes Haus darüber zu gehen. Aber da wir jetzt gerade hier sind, machen wir noch die andere Sache, nämlich die mit der Brücke. War das nicht hier? Bei den? Ja. Reparieren. Ja. Wow, was für ein grafischer Effekt. Wow. Ich habe die Brücke repariert. Oh, seht ihr, da ist jemand, den wir noch nicht kannten. Old Marina, I've got this old amulet to serve something. Ja, willst du es mir geben? Achso, ich bin noch nicht bereit für dieses Amulett. Okay. Okay. Finde ich jetzt hier bessere Fische als woanders? Keine Ahnung. Also ich habe ja jetzt im Endeffekt wieder was repariert. Dann sollte ich vielleicht auch noch oben in das Dings hier. In de... Ne? Rathauskack. Hoffe ich. Weiß nicht. Könnte mich irren. Hat er sonntags auf? Er hat sonntags auf. Ah, na. Er ist noch zum Schmied. Sprinkler bauen. Weniger Arbeit für mich. Sprinkler bauen. Oh, es vibriert hier schon wieder in einer Tour. Ich raste. Weiber. Okay. Mit dir will ich erst nochmal persönlich quatschen. Ein guter Tag, um die Minen zu erforschen. Wer weiß, vielleicht findest du seltene Erze. Du Lustiger. So. Einkaufen. Ich brauche... Sag ich dir sofort, was ich brauche. Eisen und Kupfer. Bewässert jeden Morgen. Okay, also Eisenbarren und... Wie viel nehme ich denn davon? Erstmal 5. Einkaufen. Oh nee. Nee. Sag jetzt nicht, du hast keine Barren für mich. Nehme ich erstmal 3. 1. Ja, hier. Da hinten, ne? 3, 1, 2, 3. Nehmen wir auch. Und dann kannst du mir noch hier so eine Druse öffnen, oder wie die Dinger heißen. Da. Ding. Jamborit. Kann ich hier... packe ich mal nach oben. So. Läuft nicht. Wie kriege ich denn da raus einen Barren? Du Scheiße. Kann er mir nicht sagen. Okay, also ich habe jetzt die Barren, aber kann damit trotzdem nichts machen. Noch nicht mal Barren, das ist es ja. Außer Betrieb. Da darf ich auch nicht langlaufen. Das ärgert mich gerade. Oh, bitte. Irgendwann ist auch gut. Das ist aber trotzdem wichtig. Ob ich noch was haben möchte vom Einkaufen.
Gerne, sagt sich Rittersport. Da ist ein Fehler. Ich sag's ja immer wieder. Da stimmt was nicht. Wird mir denn dieser Morris wenigstens hier so angezeigt, dass ich mit ihm geredet habe? Der Opa wird mir auch nicht angezeigt. Wo ist denn der Morris? Andere Frage ist in meinem... Nee, das war hier drüben. Vorstellung. 24 von 28. Ich raste. Yeah. Der will immer noch nicht reden, war? Mit dem brauche ich es gar nicht erst versuchen. Was haben die hier so? Wandbilder. Jaja-Cola. 25, was? Blumenkohl. Kartoffelknollen. 62, das ist echt teurer. Verpiss dich. Wie kriege ich jetzt daraus was geschmiedet? Ich sollte auch einfach mal zum Spaß den Arzt besuchen. Oh, kein Wunder, dass der pleite geht. Was ist mit meiner Perle? Soll ich es dann nochmal probieren, der was zu schenken? Ah, hier, der. Danke. Hi, Alex. Züchtest du deinen Stall Schafe? Du kannst ihre Wolle zu schönen Wollstreifen verarbeiten. Nein, mache ich nicht. Aber danke, der. Ja, deine Schwester ist nicht da. Wollen wir auf dein Zimmer gehen? Ganzen Morgen lang meine Frisur gestylt und jetzt kann... Irgendwas Tolles für die? Gunther kann dir mehr darüber erzählen, wenn du es ans Museum... Gunther. Wo ist denn das scheiß Museum? Marktplatz? Da war ich wohl noch nicht. Ah, auch noch nicht. Zelt. Schreinerei. Jajamat. Wohnwagen, Haus des Bürgermeisters, Willow Lane. Dann wird das wohl oben irgendwo sein. Wo bin ich denn? Ach, weil ich im Haus bin, werde ich nicht angezeigt? Oh, jedes Mal will ich da lang. So, stellen wir uns nochmal hier hin und gucken uns nochmal die Karte an. Einfach nur gerade hoch. Ach fuck, das ist der Spielplatz. Das ist der Spielplatz. Gemeindezentrum finde ich dann hier. Na gut, da wollte ich sowieso auch hin. Zum Gemeindezentrum und wollte gucken, ob ich eine Belohnung kriege, weil ich die Brücke repariert habe. Kann sich ja hier drin auch eine ganze Menge reparieren. Hoffentlich. Belohnung, Brückenreparatur. Winter, Exot Wildnahrung, Frühlings, Herbst Wildnahrung, Konstruktionsbundle. Wie kriege ich das jetzt, ja? Ist das dein Scheiß Ernst? Kaktusfrucht, Höhlenkarotten, roter Pilz. Ach, da kann ich Pilze in der Höhle anpflanzen. Interessant. Sommer, Scheinbeere, Traube, Edelwicke, was auch immer das ist. Meerrettich, Narzisse, Lauch und Löwenzahn. Winter. Also, das macht alles so wenig Sinn, oder? Ich weiß nicht, was davon jetzt super Sinn macht. Gemeiner Pilz, wilder Haselnuss, Brombeere. Ich entscheide mich für die Rohstoffe. Wie, muss ich da jetzt 99 von reinpacken?
muss ich die Scheiße da reinpacken. So, dass ich das jetzt hier so, so von drüben hier so... Verstehe ich nicht. Ich glaube, ich muss das erst auffüllen. Aber woher kriege ich denn Hartholz? Das kriege ich doch erst mit einer stärkeren... Ne? Alles klar. Brauchen wir nicht drüber reden. Gehen wir mal weiter. Wo würde ich da rechts hinkommen? Das ist die Schreinerei, Haus von Robin. Abenteuergilde, da muss ich auch mal gucken. Was da hinten ist, weiß der Deibel. Ja, da es nicht so viel gibt, würde ich mal hier weitergehen. Das war was? Das Haus gehört irgendwem, ne? Haus von Robin. Alter, lebst du mit Robin zusammen? Sei gegrüßt, bleib im Haus, da ist es schon warm. Sei gegrüßt, raub uns aus. Was? Was war das da gerade? Wer ist das? Das ist Robin, ne? Der Regen hält mich nicht davon ab, meine Arbeit zu verrichten, du tolle Sau. Oh, lass mich... Oh nein, ey. Aber weißt du, du bist ein bisschen dumm und baust super enge Häuser. Was sind das bitte für enge Gänge, wo man nicht zu zweit lang gehen kann? Das ist ja fürchterlich. Damit Sebastian... Also haben Robin und Dimitrios, oder wie er heißt, ein Verhältnis. Das ist nicht gut. So. Karte gucken, Karte gucken, Karte gucken. Ja, da wissen wir nicht, was es ist. Also mal hochgehen. Ist das das Museum? Hier links ab. Wo bin ich? Ich sehe mich nicht mehr. Wie witzig ist das denn? Ich bin auf der Karte nicht zu sehen. Ich war doch gerade da. Bin ich doch total falsch, aber den Lauch nehme ich mit. Alter, hier bin ich schon mal lang gegangen. Aber warum wird das mir denn nicht angezeigt, dieser Weg auf der Karte? Ist ja blöd. Also, eine stärkere Axt brauche ich auf jeden Fall. Da komme ich nicht rein, ne? Da hilft auch kein Klopfen. Warum komme ich auch nicht lang? Wie komme ich denn da runter? Ach ja. Ich muss erstmal hier diesen ganzen Scheiß erkunden. Oh, mir die Karte mal ordentlich einprägen. Dass ich auch mal weiß, was ich mache, wenn ich es mache. So, das ist das Gildenhaus, ne? Gildenhaus. Nur für erprobte Abenteurer. Du willst mich doch verarschen. Ist das die Brücke, die ich vielleicht reparieren sollte? Ne. Zu wem sollte ich das? Gunther. Wer ist denn Gunther überhaupt? Gunther, habe ich den schon kennengelernt? Gunther, du alter Pimmelkopf. Marlon. Das wird jetzt wieder wahrscheinlich Englisch sein. Hang down into the old mineshaft. Also ich wollte runter in den alten Mineshaft. Keine Ahnung. It's probably good down there. What a dark place undisturbed for so long. Läuft. Take this. Habe ich jetzt ein... Yeah, ich habe ein Messer. Ein rostiges Schwert. By the way, I run the Adventure Guild. Also er ist der Vorsitzende der Adventure-Gilde. Keep my eye on you. Prove yourself and I made... Okay, alles klar.
Er hat sein Auge auf mich geworfen. Das scheint nicht zu funktionieren. Das ist ja bitter. Oh, das ist auch bitter. Ich sollte vielleicht auch das Schwert jetzt irgendwo mehr. So, du gehst jetzt mal hier hin. Kohle. Hier baut man auf jeden Fall mehr von diesem Gedöns ab. Irgendwas Besonderes vielleicht noch? Aha, da geht's noch weiter runter. Ist schon wieder spät abends, super. Und ich habe mal wieder dann nichts erreicht. Entschuldigt. Jetzt wird gemeincraftet hier. Die Mucke ähnelt dem auch ein bisschen. So dieser typischen Minecraft-Mucke. Das ist witzig. Erkunde die Mine. In den Bergen nördlich des Dorfes ist ein alter Minenschacht. Darin könnten sich wertvolle Minereien befinden. Doch, Marlon. Achso, erreiche Ebene 5 in den Minen. Okay, das ist jetzt Mine 2. 3. Kupfererz. Na toll, jetzt finde ich das selber. Aber ich muss trotzdem diese kleinen Steine weghauen. Kämpfer, du. Hehehe. Schleim. Das ist echt witzig. Dass es also sowas hier drin auch noch gibt. So eine Art. Ja, Minecraft-Simulator. Was ist denn hiermit los? Da tut sich nichts. Oh, ich erschöpfe. Willst du mich verarschen? Okay, das hier wäre jetzt ein reines Glücksspiel. Außer, ich futter nochmal das hier. Bringt natürlich auch nicht viel. Habe ich noch irgendwas, was ich futtern kann? Nope. Es wird spät. Nein. Ach, 5. Ich bin unten. Ich habe das Tagebuch. Erreiche Ebene 40 in der Mine. Es scheint, als würde der Minenaufzug noch funktionieren. Er wird dir erlauben, schnell zu jeder bereits entdeckten Aufgangstür zurückzukehren. Ein tieferer Kunde könnte ratsam sein. Ein bisschen geht noch. Ja, wirklich alles wegklöppeln. Ich will nochmal kämpfen. Oh nein, ich bin vergiftet. Okay, ich weiß ja nie, was ich hier wegklöppeln muss. So, und das verdammt spät ist, muss ich hoch. Mine verlassen. Wow, man ist auch gleich ganz oben. Außer Betrieb, du doofe Sau. 1:30 Uhr, oh Gott, so spät. Muss ich aber echt schnell den Weg nach Hause finden. Kriege ich Ärger von meiner Mutti. Das ändert auch nichts, okay. Er ist erschöpft eingeschlafen. Na, wer findet mich diesmal? Ah, für eine Kartoffel 120. Alles klar. Kostet mich das jetzt wieder 50 Tacken an den Penner. Werden wir ja gleich erfahren. Oh, wer ist das denn?
Hallo, guten Morgen. Ich habe gesehen, dass du ein paar Steine aufgebrochen und Erz gefunden hast. Das ist gut. Wenn du das meiste aus dem Erz, das du findest, rausholen willst, brauchst du einen Schmelzofen. Den brauche ich sowieso. Wie es der Zufall will, habe ich ein paar Pläne, aber die hier herumliegen. Hier, ich möchte, dass du sie nimmst. Wenn jemand Schmelzofen baut, dann kriege ich selber meine Barren endlich. Ja, kannst du Metallbarren schmelzen. Die Barren können für Craften, Bauen und das Verbessern von Werkzeugen verwendet werden. Wenn du ein paar Kupferbarren geschmolzen hast, denk mal darüber nach, eines deiner Werkzeuge von mir verbessern zu lassen. Das kann deine Arbeit um einiges erleichtern. Gut, okay, ich gehe nach Hause, lass es ruhig angehen. Mach ich. Voll gut. Bauen wir gleich ein. Lieber Alex, wie geht's dir, Liebling? Ich vermisse dich, seit du weggezogen bist. Ich hoffe, das Bauernleben ist das, was du gesucht hast. Liebe Mama, PS, ich habe dir deine Lieblingskekse geschickt. Oh, ist das süß. Danke, Mutti. Mit dem Herz dahinter, die stimmt, mit der stimmt was nicht. Ich weiß, dass du auf deiner Farm ziemlich viele Steine herumliegen hast. Wenn du eh zu viele hast, kannst du sie mir bringen und ich baue dir einen Brunnen. Brunnen kannst du auf der ganzen Farm platzieren, damit du nicht so weit laufen musst, wenn du deine Gießkanne auffüllen willst. Schau einfach mit 75 Steinen und 1000 G vorbei, wenn du einen Brunnen willst. Oh, haha. Ich habe gemerkt, dass du die alte Mine erkundet hast. Du hast den Abenteuergeist, so viel kann ich eingestehen. Wenn du 10 Schleime besiegen kannst, hast du dir einen Platz in der Abenteuergilde verdient. Sei vorsichtig, Marlon. Alter, jemand hat dich gestern Nacht in die Klinik gebracht. Du warst ohnmächtig geworden vor Erschöpfung. Du musst besser auf dich aufpassen, rechtzeitig ins Bett gehen. Ich muss dir dafür 205 berechnen, du Penner. Schmelzofen. Kupfererz und Stein. Stein ist nicht das Problem, das Kupfererz ist das Problem. Ha. Dann gehen wir nochmal in die Mine. Habe ich noch was zu futtern? Gunther, ich weiß gar nicht, wer Gunther ist. Ich dachte, ich hätte noch was zu essen. Was ist denn da? Oh, Beginn. Wenn du 10 Schleime töten kannst, wirst du einen Platz. Alles klar, das habe ich gelesen. Ofenbau. Wenn du vorhast, einen Bergbau zu betreiben, solltest du einen Ofen bauen. Ja, will ich ja auch. Oh, da ist noch was. Hallo, Liebes, ich weiß, du bist noch neu in der Landwirtschaft, deswegen wollte ich dir einen kleinen Tipp geben. Die meisten Pflanzen wachsen nur zu einer Jahreszeit. Wenn es Sommer wird, werden deine Frühjahrspflanzen alle absterben. Also plane im Voraus. Oma Evelyn. Danke, Oma Evelyn. Ah, mir juckt die Nase. Aber es schneit. Frühlingsblumen, schneit es. Ich brauche noch ein bisschen Kupfer. Grandpas Schrein, ja. Da kommt ja wieder. Das, ich kann hier jetzt erstmal gar nichts machen, nur so Schattenpilze dann hier pflanzen. Das ist auch so eine blöde Öllampe. Das nervt. Na, Kitty Cat. Und du wohnst hier einfach nur. Na gut, dann machen wir das bisschen Arbeit, was ich jetzt hier habe. Kurz fertig. Und dann besorge ich mir noch ein bisschen Kupfer, würde ich sagen. Ich könnte es mir auch billigerweise einfach kaufen. Nein, wir werden es craften. Ich kann sowieso nicht allzu lange, wenn ich das da sehe, mit, sag schon. Wenn ich das sehe mit meiner Energie da unten. Ob es das Ding auch irgendwie so Multiplayer-mäßig gibt hier, oder ob es Multiplayer-Mods gibt. Wäre schon geil, ne? Irgendwie so, dass man mit Freunden so
weiß nicht, vielleicht der eine betreibt Ackerbau, der andere geht in die Mine. Was dieser Schrein hier soll, weiß ich auch noch nicht. Also, ich will es mir auch nicht kaputt machen, indem ich jetzt irgendwo nachgoogle. Sondern nur mit euch mache ich mir das kaputt. Also ihr dürft mir verraten, was ist. Also eigentlich sind es ja nur irgendwie die Roten, wo was Besonderes bei rauskommt, ne? Aber auch nicht alle. Die müssen dann schon doch so ein bisschen glitzern. Und hier bin ich doch dann auch schon so gut wie im Arsch. Stopp. Ach, meine lieben Freunde, es ist mal schon wieder so weit hier. Verdammte Axt. Ey, das ist echt ein reines Glücksspiel, hier runterzukommen. Verrecke! Okay, geht doch. Oh, er hat mich eingeschleimt. Es ist schon wieder soweit. Kupfererz, da haben wir eins. Die Zeit ist abgelaufen. Ich weiß, das wird euch nicht sehr gut gefallen, aber wir machen jetzt hier einen Cut und im nächsten Part geht's weiter hier unten in der Mine. Also haut rein und bis dann. Ciao!